Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War. Ja, wir haben die Mission Seven Pines, 31. Mai 1862. Während unsere Armee sich außerhalb von Richmond auf den letzten Angriff auf die Rebellenhauptstadt vorbereitet, wurde unsere Truppen südlich von, ach, ich versuch's jetzt gar nicht, bei Seven Pines angegriffen. Die Rebellen scheinen erfolgreich zu sein. Unsere Linie ist in der Mitte fast durchbrochen. Wir müssen sofort handeln, um unsere Frontlinie zu verstärken und zu stabilisieren. Sechs Brigaden. Ist ein Witz, oder? Ja, was machen wir da? Ja, ich glaube, geh nochmal ins Lager. Denn beim ersten Korps, ich würde gerne das erste Korps benutzen. Haben aber nicht mehr so viele Leute, nicht mehr so viel Freiwillige. Kann ich hier noch ein paar Grünschnäbel reinpacken? Sind halt alle noch nicht so. Ne, ich glaube, wir lassen das. Wird nicht besser. Meine Vorgesetzten sind einfach zu unqualifiziert. Ich gehe trotzdem mit dem Heinrich da rein. Ich hoffe einfach, dass wir da Wald haben. Das zweite Korb ist ein bisschen größer. Da sind Einheiten drin von, also bei den normalen Waffen. Hier Gewehrleuten sind da Leute drin mit 1000 bis 1500. Dritte Korb ist noch nicht relevant. Und ich sag mal Start. General, die Lage ist kritisch. Unser Zentrum steht unter massivem Druck und hält nicht mehr lange stand. Scheiße. Was, das sind meine Einheiten? Die Rebellen werden unsere verstreuten Einheiten angreifen und sie um einzeln zerschmettern, umzingeln und zu verschmettern. Ja, genau. Rücken Sie mit Ihrer Division vor, verstärken Sie das Zentrum unserer Linie und stabilisieren Sie unsere Front. Der Rest ihrer Truppe wird nördlich von was auch immer, James Mill, in Position gehen. James, Gaines Mill, James Mill, keine Ahnung, diese Mühle. Das ist auch die nächste große Schlacht, aber nächstes Mal kommt noch ein Treffen. Oder die Mission heißt Treffen, aber soweit sind wir so am Rande gewesen. So, wo der nächste Rebellenangriff erwartet wird. Genau. Viel Erfolg, General. Also das Zentrum müssen wir halten. Ah, hier haben wir Schäfer. Dann Wickham. Das waren noch die, die ich gerade so ein bisschen. Wallace. Braveheart Style. So, ja, es ist auch das, was ich nehmen würde. Wahrscheinlich auch die besten Kanonen, die ich habe. Müssten wir den Punkt in der Mitte einnehmen? Alle Missionen müssen Erfolg Zentrum halten. Sieg mindestens 5% mehr Verluste als der Feind verursacht. Doof ist jetzt echt, dass hier alles Feld ist, ne? Hier ist ein Hauch von Wald, aber wirklich nur ein Hauch. Hier, das wäre schön. Sowas wäre schön zu verteidigen. Kann ich diese auch bewegen? Nee, ne? Gut, ich sag mal Start und ich sag gleich Pause. So, unsere Kanönchen. Oh doch, ich steuere irgendwie alles. Ich habe alles. Ihr seid im Wald. Gehen wir da ins Haus. Kanönchen mit Tönchen. Bisschen noch zur Seite. Tja. Oh, warte mal. Nee, die lassen wir mal so stehen. Diese Kanonen hätte ich gern. Diese Kanonen müssen hier stehen. Hier so. Genau. Ganz schön so. Das heißt, Soldaten laufen hier hin. Und ihr läuft dahin.
Der Heinrich geht ins Zentrum. Und dann sage ich mal Start. Wo ist mein Munitionswagen? Ins Zentrum. Oh, da ist was Motiviertes. Ja, ich glaube, die Einheiten habe ich gleich nicht mehr. Da geht es genauso weiter. Zurückziehen. Ah, die laufen. Kanonenfeuer! Die laufen auch. Wir haben uns da rausgeschossen. Okay. Heinrich, wir müssen vor. Laufen, laufen. Wir müssen sie aus dem Wald herausholen. Jetzt holen wir die Kanone zurück. Jetzt ist der weggerannt. Laufen, laufen, laufen. Laufen. Ach, die Kanone. Feuerkanone. Sieht scheiße aus. Kanonen hier seitlich ran. So, schön von hinten jetzt da, damit der läuft. Die sind nämlich auch gerade flankiert worden. Feuer auf kurze Distanz, die laufen. So. Union hat das Zentrum gesichert. Ich hoffe, das war jetzt eine gute Idee hier. Ah, die laufen da hinten immer noch. Heinrich, komm mal hier hinten her. Du komm mal näher ran. Bleibt da mal stehen, eigentlich ist das gut. So, auf die nächsten Einheiten. So, jetzt laufen wir wieder zur Seite. Genau, Ziel auf die da. So, einfach hier die Kanonen unterstützen. So, ein bisschen raus da. Und hier ein bisschen rein da. Hier könnt ihr ein bisschen laufen. So, ich sag mal, nicht mehr laufen, halt.
halt. Laufen brauchst du auch nicht mehr. Halt. Jetzt haben wir hier ein Wespennest. Kavallerie fehlt irgendwie. So, dann brauche ich dich hier. Und Heinrich braucht da. Hier, den Pender da. Ah, schlägt den letzten Schluck Kaffee. Barry, gehörst du zu mir? Ich weiß es gar nicht mehr. Erstes Korb. Okay, der gehört zu mir. Scheiße. Der nicht. Ich habe leider keine Kavallerie. Munitionswagen, du verteilst alles gut, ja. Komm mal ein bisschen hierher. Wir müssen auch was kriegen. Ich mache jetzt keinen Angriff auf die feindlichen Kanonen. So, ich ziehe einfach mal ins Zentrum ran. Der hinten nutzt mir nichts. So, hier mal ein bisschen Munition verteilen. Das freut alle Mann. Hier auf diese feststehenden Einheiten. Sie rennen nach unten. Okay, motiviert, Feuer. Auf den, der sich bewegt. Gut, er läuft. So, den nächsten. Auf den da, der jetzt kommt. Den rück ich hier gleich nach. Oh no. Du musst den nachher schießen. Komm. Du kommst da hinten hin. Weil hier ist irgendwie die Mitte ist ein bisschen dünn besiedelt und ich habe Angst, dass die dann Angriff ausführen und dann einen Nahkampfangriff und dann ist mein Zentrum im Arsch. Die klingt schon wieder so motiviert. Nein, 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 upsala, upsala, Attacke, Attacke und Feuer. Feuer. Der muss leck, der muss weg, der muss weg. Schießen! Oh, Männer! Den brauchst du nicht mehr auf den schießen, kannst du da schon schießen. Heinrich, bleib da, gib Motivation. Der wird hier gebraucht. So, halt. Hier, du kommst hier nach außen. Sie laufen, das gefällt mir ganz gut. Hier, am besten noch diesen Vorgesetzten töten. Die töten ja auch alle meine Vorgesetzten immer. Wenn ihr schießt, dann auf die nächste größere Einheit und auf den da, ja, genau. So, die Kanonen können hier nichts ausrichten, weil die Einheiten sind getarnt. Ah, hört ihr das? Hört ihr das? Das ist motivierter Feind. Ein motivierter Feind. Der muss sterben. Das war motiviert. Das war ein Scheinangriff auf den nächsten. Einmal schön rein da mit dem Kanonenfeuer.
Jetzt Attacke. Feuer! Sind die aber noch motiviert? Das gibt's doch nicht. Genau, der läuft gleich, der Rhodes. Laufen beide. Fantastisch. Schäfer, halt. Wallace, halt. Altmänner, formiert euch, ihr Drecksbangagen. Genau, Information, Kanonen, Feuer auf Anderson, Feuer. Los, Feuer. Robinson von der Seite, wunderbar. Ich glaube, wir ziehen ja ein bisschen weiter nach da. So, Wallace muss wieder kämpfen. Und die laufen. So. Der wird gleich böse. Oh, shit. Da sind sie im Wald. Das war doof. Zurück. Der läuft. Das heißt, ich ziehe mal hier Terry ab. Ab in die Mitte. Wallace hat genug. Und jetzt greifen hier die Hattern an. Dieser harte Kerl da. 2 Sekunden noch. So. Und wir beenden das. Puh, 2000 Mann verloren. Ja, okay. Das war okay, finde ich. Haben auch den Feind, wie auch immer, gut in, auf die andere Seite verlagert. Quasi weg von dem Zentrum, da wo wir den Punkt einnehmen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Es hat aber irgendwie funktioniert. No? Gut, 2000 Mann verloren, 2900 Mann neu oder insgesamt 4900 Mann. So, ja, machen wir ein bisschen was zum Nachtanken der Truppen. Und das Coole ist, kein Vorgesetzter ist gestorben. Das lobe ich mir mal. Ja, was geht man hier auch bei den Kanonen drauf? Tarnung finde ich eigentlich immer ganz interessant. Weil dann können die ja selber nicht so gut beschossen werden. Ich gehe mal auf Tarnung. Gut, dann wird es diesmal eine kürzere Folge. Ist auch mal nicht schlecht. Sonst wird es meistens immer eine längere, als ich dachte. Aber na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Und hier gibt es einen, der heißt Blume. Blume. Na gut, eine Blume wünsche ich euch auch. Also haut rein. Ciao.